Was ist denn hier? Das dürfte eine Baumwanze sein. Ist eine Vermutung. Hier sind wir in der Richtung Ameisenhügel, ne? Jo. Sind wir. Ich trinke einen Schmusi, das ist das, was zählt. Ja, ich wollte jetzt auch gerne, hoffentlich ist meine Sache nicht verrottet. Bam, 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 bam. Lass mich mal hier durch, Timmy. So, einmal bitte an die Werkbank, Läuse latschen. Danke. Aber total schwach, aber ey. Ich habe hier noch so ein bisschen was davon. Hier habe ich, ja, was ist denn das? Das ist eine spröde Quarzscheibe, da kann ich Zeug mitbauen, ne? Habe ich hier was von den Ameisen drin? Das ist doch die, warte mal, ich habe hier auch noch so Dinger. Können wir das mal mit da reinmachen? Das macht mehr Sinn. Ich würde das sowieso überhaupt gerne mal sortieren, aber Alter, das ist doch hoffnungslos. Da brauchen wir uns da nichts vormachen. Ja, ist wie es ist, ne? Ordnungstechnisch bin ich eher, das ist eher chaotisch hier. So, wir haben Spinnenärsche. Habe ich denn irgendwo eine Feder drin in dem? Ne, keine Feder. Gut, dann machen wir das halt eben da rein. Minze? Minze haben wir. Minze ist da. Habe ich ja irgendwo so einen Tropfen hier. Was ist denn das? Läuse Honigtau. Ne, der ist es nicht. Dann müssen die Tropfen vielleicht hier rein. Hier haben wir eine Giftsache. Dann habe ich jetzt Läuse latschen. Die müsste ich dann oben an eine Puppe bringen. Ich habe aber wahrscheinlich keine Puppe, mit der das funktioniert, ne? Jetzt hänge ich zwischen Dörrschild und... Mach das mal hier rein. Ja, das ist in der Küche richtig aufgehoben. Da bin ich ziemlich sicher. Hier haben wir noch das drin. Das ist auch hervorragend. Da sind noch ein paar Spinnenfänge drin. Aber ich habe hier nichts mehr, ne? Hier, das müssen wir wahrscheinlich aber erst herstellen, den Schiss, ne? Ich frage mich, warte mal, ich kann doch jetzt eine Minzkeule bauen. Was brauche ich denn für eine Minzkeule? Die war doch Level 3, oder nicht? Nahkampf, Minzkeule, ja. Ah, wir könnten auch das Ameisenlöwen-Großschwert bauen, das würde auch gehen. Ich bräuchte Minzbatzen und zähe Schmiere. Ich habe zwei zähe Schmiere. Ich bin mir jetzt sicher, zähe Schmiere könnte von Asseln sein. Die Termitenaxt, das wäre auch schön. Weiß aber nicht, wo ich Termiten finde. Ich vermute fast nicht hier unten. Okay, was haben wir noch? Den Bogen, Bratwumms. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Bratwumms brauche. Das ist die Frage. Es kann dann sein, dass ich mir noch mal ein paar Eier holen muss. Also, von den Ameisen. Ich bin mir aber unsicher. Aber ich glaube, das könnte so funktionieren. So, was haben wir noch? Der Ameisenlöwenhut, ja, das ist das Einzige, was Level 3 hat bei meiner Rüstung, ne? Und die Asselbrustplatte, die kann ich auch, aber dafür brauche ich auch Puppenleder und ich habe da nicht mal einen Asselpanzer. Und wir können auch die Asselbeinschiene bauen. Das geht auch. Da brauche ich aber auch einen Asselpanzer für und Fusselseil. Weiß ich auch nicht. Ah, das ist aber auch schwierig, Freunde. Okay, Moment. Was kann ich denn jetzt hier beim Haus bauen? Naja, das war... Bei den Wänden ist es nicht mehr geworden, ne? Ich hatte eigentlich gehofft, dass es da... Jetzt kann ich Lehmfundamente bauen, okay. Eichelgeländer, Kieselfahrt. Ich kann das hier alles. Das Gartenbeet, das habe ich noch nicht gebaut, ne? Nee. Aber das habe ich. Ich habe ein einfaches Bett.
Man könnte noch einen Saftfänger bauen. Macht an saftproduzierenden Wurzeln und Ästen angebrachte Ernteleichter. Ah, alles klar. Leimstampfer. Einen Leim zu verwandeln. Oh, okay. Oh, einen Schmelzofen gibt's auch. Brand- und Stifter Kohlebrocken. Aha, weiß ich auch nicht, wo ich die kriege. Das ist eine Falle, das sind Wegmarkierungen. Das ist ein Sprungnetz, ich kann einen Basketballkorb bauen. Oh, und dann gibt es hier ganz viel Einrichtung. Und Wandtrophäen. Da müsste man sich vielleicht ein Trophäenzimmer bauen. Das könnte helfen. Ah, hier kannst du dir angucken, was du für was brauchst. Wahrscheinlich geht es da um Sachen, die du schon gefunden hast. Stabile, verwendbar für. Ja, toll wäre, wenn ich... toll wäre, toll wäre, wenn ich wüsste, wo ich dich kriege. Ah, ja, klar, Schwarzkohle, das erklärt sich wie von selbst. Ja, natürlich. Es gibt hier irgendwo auch Zehennägel, das ist super. Das finde ich toll. Was? Nashornkäferteil? Oh, okay. Nee, klar, da oben ist ja der. Natürlich, das war ganz easy. Da oben ist doch der Dings hier, der, wie heißt das? Oh, ich habe nichts mehr zu essen. Die Sache, ich habe nur noch Dörrfleisch. Und ich habe hier kaputt. Das Bärenleder geht auch dahin. Ich müsste vielleicht auch mal ein bisschen hier, mich um die Bärenledersache kümmern, ganz ehrlich. Das müsste man vielleicht mal machen. Gut, das habe ich alles repariert. Das ist eine hervorragende Geschichte. Ja, um das jetzt aufzugreifen. Es ist ja... Oh, Moment, hier ist... Was auch dumm war, wenn ich da mal ganz ehrlich sein soll, ich war ja in der Nähe von Spinnennetzen und habe keins mitgenommen. Ne? Ich hatte schon bessere Ideen. Das muss man auch mal klar festhalten. Hat schon bessere Ideen. Oh, ja klar, das mit dem Brandstifter Holzkohlen, das ist ja klar, das kriegst du da oben. Also jetzt habe ich meine Rüstung wieder an. Ich bin bewaffnet, ich habe alles dabei, außer dass ich nichts zu essen habe. Und ich bräuchte dann vielleicht auch nochmal im nächster Instanz, das wäre auch nochmal ganz traumhaft, wenn wir in nächster Instanz eventuell nochmal so ein paar von diesen Kohlköpfen holen können. Und was zu essen brauche ich vorher noch. Wir trinken erstmal was. Und dann gehen wir mal kurz hier unten gucken. Hier unten war ja eigentlich immer super für Rüsselkäfer. Ja. Ich sag's ja, ist super für Rüsselkäfer. Und da hinten hatte ich eine Milbe gesehen. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Es wäre mir aber lieb, wenn ihr jetzt kämt. Ich soll nämlich von euch 10 Stück töten. Ach da. Sag doch einfach Bescheid. Hm, warte. Oh, das wollte ich nicht. Ach, wir sind hier in der Nähe vom... Ja, wir sind in der Nähe vom Giftgebiet. Jetzt erklärt sich das. Ich habe aber nicht alle Samtmilben, ne? Warte, wir folgen einfach mal dem Kabel hier. Waren hier denn früher ganz viele von den Viechern? Naja, hier sind doch noch welche. Ab
Hab 10 getötet. 11. 12. Naja, da drüben gibt's das. Ein Eimer. War ich bei dem schon? Warte mal, ich muss vielleicht meine Gasmaske aufziehen. Ah, das sind infizierte Mücken. Das war super dumm. Super dumm. Ich erwähnt, dass das super dumm war. Ach, ich habe nichts mehr zu essen. Das war der Punkt, ne? Ja, das ist so eine... Die Geschichte mit dem Essen, ne? Das ist auch mal ein kleines bisschen wild. Ja, ich weiß. Du schießt jetzt erstmal auf mich. Und dann werde ich angegriffen von hässlichen kleinen Sackratten. Und wenn du... Oh, hässliche kleine Sackratten. Moment, ich muss erst Luft holen. Oh. Ich wollte doch eigentlich, und das war doch das Problem, ich wollte eigentlich nur mal gucken, was das hier für ein komischer Eimer ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier schon mal war. Was ist denn das? Guck an. Ich sage ja, hier war ich noch nicht. Hoch komme ich aber nicht, ne? Ne, hoch geht nicht. Und drunter geht auch nicht. Man kann nur drum rumlaufen, okay. Aber es ist ein komischer Eimer, bei dem ich noch nicht war. Was haben wir hier hinten? Gibt's hier was? Außer wahrscheinlich einen schnellen Tod. Ne, hier in der Richtung ist nichts. Ja, ich hab Hunger, ich weiß. Es ist problematisch. Habe ich irgendwas dabei, was ich grillen könnte? Ja, Moment. Wenn ich jetzt einen Grill bauen könnte, was ich nicht kann. Der Wahrscheinlichkeitsrechnung nach. Habe ich dafür nichts dabei? Nee, habe ich nicht. Ja, klar. Was haben wir hier? Kann man hier irgendwas abbauen? Kiesel. Ameise. Hier wird wieder. Hier ist wieder Gasgebiet. Da oben ist ein Kaugummi. Da, oh, hier ist Kiesel. Schade. Ich dachte, das ist vielleicht was, was... Ja gut, dann müsste man am Ende des Tages vielleicht damit auskommen, dass man nur Kaugummi hat. Das wäre ja für die Smoothies jetzt auch schon mal nicht so schlecht, ne? Ist das jetzt eingesammelt oder ist das der Brocken, den ich kriege? Wow. Das ist das, was... Zwei Brocken Kaugummi gibt es da. Das war irre. Das war... Da... Will ich ja jetzt aber mal nicht ganz so optimiert. Ich will ja nicht euphorisch werden, ne? Aber da hinten hätte man Marienkäfer, der vergast ist. Mal damit was machen? Nein. Ich glaube, das ist so eine Ecke, an der war ich schon mal, weil da gleich der Apparat kommt. Okay. Ich gehe mal weiter. Wie gesagt, ja, mein Plan war, ich esse was. Das war eigentlich das Ziel. Aber wie gesagt, ich verliere bei allem das Ziel eigentlich gerne aus den Augen. Aber jetzt wäre es echt toll, wenn ich was zu essen kriege. Vielleicht finde ich irgendwo einen Müsli-Riegel, ne? Wobei das auch unwahrscheinlich ist. Ne? Wir hätten hier aber alles, was... Warte mal, wenn ich jetzt... Was bräuchte einen Kiesel, den könnte ich hier kriegen. Ich bräuchte trockenes Gras. Aber ich brauche Sprösslinge 3. Da sehe ich jetzt hier eher so ein paar Probleme. Ne, Moment, hier schauen. Ne, das ist kein Sprössling. Wenn ich einen Sprössling finde, grill ich mir hier vor Ort was. Ich hab's gefunden. Guck an. 3 brauche ich. Wir laufen hier rüber. So, dann hol die Axt raus. Wir brauchen trockenes Gras. Sagi. Ding ist umgefallen. So, gib mir ein bisschen trockenes Gras. Dann muss ich... Da hinten ist was. Da liegt ein Molarum. Da muss ich gleich hin. Jetzt muss ich nur erstmal kurz gucken. Hier, da gab es doch irgendwo Kiesel. Kiesel zum Abbauen. Muss ich mir einen Grill bauen. Ich muss vor Ort hier
Ich muss das vor Ort durchziehen. Jetzt kann ich nicht mal mehr hämmern. Das ist auch traurig. Ja. Gib mir ein paar Kiesel. Das ist falsch. Ja. Ich brate mir hier jetzt erstmal. Warte mal, hier könnten wir eigentlich mal den spröden Quarzit abbauen. Gerne auf den Gedanken kommt mir. Mir mein Rüsselkäfer zu klauen, ne? Wäre ich zum Hirsch hier. Was sagt denn du? 11:30, das ist super. So. Ja, nee, das ist falsch. Wir machen mal I. Wo ist denn mein Rüsselkäfer? Jo, Pi, zieh dir den rein. So, Pi ist wieder voll da. So gehört sich das. Und dann gehen wir mal hier weiter. Ich meine, dass ich hier irgendwo einen Zahn gesehen habe. Ich bin mir aber unsicher. Ah, Ameise, check. Was bist du? Na klar. Du bist so ein kleines Arschlochkind, ne? Okay, wir zwei werden uns nicht einig. Weil ich glaube, dass du mich zerhackst. Selbst wenn ich das nicht möchte, wirst du das schaffen. Okay, jetzt sind wir hier hinten. Ja. Jetzt sind wir hier hinten, da war ich dann schon überall. Okay. Dann gehen wir jetzt. Ja, einfach mal straight zurück. So in die Richtung. Würde ich behaupten. Da ist übrigens noch eine Spinne drin. Das sollte man auch ein bisschen vorsichtig machen, wenn man nicht unbedingt Wolfsspinnenkontakt möchte. Ich habe da noch nicht so die richtige. Ich habe noch nicht so die richtige Taktik, wie man das intelligent löst. Kann ich irgendwas erforschen? Nein.